Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Radvolksentscheid hat Bewegung in die verkehrspolitische Debatte in der Stadt gebracht und hat auch schon zu Veränderungen, zumindest zu verbalen Veränderungen innerhalb der Senatspolitik geführt, mit der Ankündigung, dass man zum Beispiel mehr Mittel für die Fahrradinfrastruktur zur Verfügung stellen will, 40 Millionen. Die Überlegung, die ich durchaus für diskussionswürdig halte, eine Gesellschaft zu bilden, die bezirksübergreifend für den Ausbau der Fahrradinfrastruktur notwendig ist. Man sieht, der Fahrradvolksentscheid wirkt bereits jetzt, bevor das Gesetz beschlossen ist. Und ich bin der Auffassung, dass wir den Elan und den Druck, der von diesem Volksentscheid ausgeht, von 100.000 Menschen, die unterschrieben haben, und wenn es zu weiteren Stufen kommt, noch weitere 100.000 dazukommen, davon bin ich sicher, und viele Hunderttausende, die den ÖPNV nutzen, die wirklich eine ernsthafte Verkehrswende wollen, die mehr ist als das, was wir gegenwärtig haben, sondern eine klare Priorität für den Umweltverbund aus öffentlichem Personennahverkehr, Fußgängerverkehr und Radverkehr setzt und die Perspektive hat, wir wollen eine Stadt, in der man ohne Auto mobil sein kann, in der alle Zugang zum öffentlichen Personennahverkehr haben und die als Fußgänger und Fahrradfahrer eine sichere und gut ausgebaute Infrastruktur zur Verfügung haben. Das muss das Ziel sein, meine Damen und Herren. Und das heißt, und das habe ich neulich mit Freude zur Kenntnis genommen bei der Konferenz der BVG, dass Herr Geisel gesagt hat, wir müssen diskutieren über eine Neuaufteilung der Straßenräume und der Verkehrsräume innerhalb dieser Stadt. Und ich finde, das muss man in der Tat ernsthaft angehen und auch bereit sein, die Konflikte auszutragen. Ein schlechtes Beispiel dafür ist der jetzt neue Radstreifen in der Warschauer Straße. Da ist eine Chance vertan worden, wirklich ernsthaft an die Neuaufteilung der Verkehrsräume ranzugehen, wenn man für die Fahrradfahrer gerade mal einen Streifen von 1,50 Meter zur Verfügung stellt. Das ist keine wirkliche Verkehrswende und das ist keine wirkliche ernsthaftes Herangehen an die Neuaufteilung der Verkehrsräume. Und ich kann mich erinnern, was es 1989/90, als die Busspur auf dem Kudamm eingerichtet wurde, was es da für eine Diskussion gab, um Himmels Willen nur noch eine Spur für die Autos auf dem Kudamm und das wird zum völligen Chaos führen. Nichts ist passiert. Alle haben es akzeptiert und ich glaube, diese Diskussion und diese Auseinandersetzung müssen wir führen und deutlich machen, mehr Platz, Vorrang für den öffentlichen Personennahverkehr, für Radverkehr, das ist die richtige Perspektive in dieser Stadt, das erhöht die Lebensqualität. Im Übrigen ist es auch gut für die verbliebenen Autofahrer, weil die dann auch nicht mehr so häufig im Stau stehen. Meine Damen und Herren, wir wollen in der nächsten Legislaturperiode eine wirkliche Investitionsstrategie für den öffentlichen Personennahverkehr, für den Umbau der Infrastruktur. Wir wollen verbesserte Taktzeiten und wir wollen vor allen Dingen, dass das Thema Straßenbahn ernsthaft angegangen wird, dass sowohl die Linien, die jetzt angedacht sind, wirklich gebaut werden und dass auch die Verfahren beschleunigt werden, weil es kann nicht sein, dass man wie in der Vergangenheit für 4 Kilometer Straßenbahn 8 Jahre Zeit braucht. Das muss sich ändern. Hier müssen die Verfahren geändert werden. Und wir brauchen dringend einen Ausbau der Straßenbahn, auch in den Westteil der Stadt. Die überbelasteten Buslinien, Metrobuslinien müssen perspektivisch mit Straßenbahnen ersetzt werden. Und auch das verlangt, dass wir mehr Verkehrsraum für den öffentlichen Personennahverkehr zur Verfügung stellen. Meine Damen und Herren, ich freue mich auch, dass der Verkehrssenator den Mut gehabt hat, bei der BVG das zu tun, was Michael Müller den Aufbau eines Schattenhaushaltes nennt, das durchzusetzen, damit bei der BVG jetzt auch eine kontinuierliche Fahrzeugbeschaffung ist. Wir unterstützen das und werden das auch in der nächsten Legislaturperiode weiter unterstützen, weil wir wollen Investitionen in den Umweltverbund, damit man in der Stadt ohne Auto mobil sein kann. Vielen Dank, Kollege Wolf.